Der talentierte Mr. Ripley, 1960 verfilmt, mit Alain Delon in der Rolle des sensiblen Mörders, wurde nun überzeugend als Hörspiel konzipiert und in einer Performance im Sphere Zürich aufgeführt. Eine Gruppe von Schweizer Künstlern hat sich an den spannenden und hinreißend geschriebenen Roman von Patricia Highsmith gewagt und das Resultat war durchaus überzeugend. In der Rolle der March war außerdem TV-Frau Monika Scherer zu bestaunen. March, Tom Ripley. Guten Tag. Guten Tag. Suchen Sie ein Haus? Ich weiß noch nicht. Wenn Sie ein Haus für den Winter suchen, ist das die richtige Zeit. Die Sommerurlauber sind fast alle abgereist. Für den Winter könnten wir ein paar Amerikaner mehr gut gebrauchen. Wir wollten von Anfang an einen Song haben. Das war ein wichtiges Element. So was Ganzoni-mäßiges rein. Wir haben dann Punkt für Punkt geguckt, was brauchen wir emotional, an welcher Stelle. Und er hat dann angefangen zu komponieren. Spontan beschloss er, übers Wochenende nach Paris zu fahren. Wie herrlich, in einem berühmten Café zu sitzen und daran zu denken, dass er morgen und übermorgen Dickie Greenleaf sein würde. Konnte. Wer spricht bitte? Tom? Bist du das? March! Na sowas. Hallo, wo steckst du? Ich bin unten. Ist Dickie da? Kann ich hochkommen? In 5 Minuten, ja? Ich bin noch nicht ganz angezogen. Ist Dickie da? Was uns betrifft, scheint es mir im Augenblick das Beste, wenn wir uns in nächster Zeit nicht sehen. Er begriff, dass sie sich in diesem Augenblick zum ersten Mal eingestand, dass Dickie wahrscheinlich nicht mehr am Leben war. Tom ging langsam zu ihr. Es tut mir so leid, March. Er legte einen Arm um sie. Das ließ sich nicht vermeiden. Wir wünschen eigentlich diese Geduld von unseren Zuhörern. Und es hat sich gezeigt in den beiden Aufführungen, dass die Leute wirklich die Geduld auch aufbringen. Extra mal was Längeres zu machen und zu schauen, ob man eine Stimmung kreieren kann, wo man einfach vergisst, dass es noch dauert. Und wir lesen ja nicht nur den Text, wir kreieren ja Akustiken und Musik und es soll so lang sein. Ich fand es wirklich toll. Ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Filme gesehen und ich fand es einfach jetzt sehr spannend, wie das auf diese Art mit so wenig Personen umgesetzt wurde. Perché adesso sono diventato un altro.